aber im Russischen. Den übersetze ich dann jetzt auf Deutsch. Und zwar auch wieder ein Russe, ein Deutscher und ein Amerikaner sind wieder auf einer einsamen Insel gelandet. Und das Problem war, es gab dort nichts zu essen, keine Tiere und kein richtiges Wassernetz. Was machen die nach Tag voller Hunger? Das kann ich so lange ziehen. Auf jeden Fall haben sie sich darauf geeinigt, dass jeden Abend einer von sich ein Körperteil abschneiden, das dann kochen und essen. Dann hatte sich der Deutsche, naja, weil er so korrekt ist, schneidet er sich mal als erstes einen Arm ab. Dann hat er das mit dem Arm gekocht und gegessen. Nächsten Abend hat er sich den Medikaner, na gut, jetzt bin ich mal dran, hat sich ein Bein abgeschnitten. Haben sie gekocht und gegessen. Am dritten Tag warten sie schon ab, ne? Was schneidet wohl der Russe von sich ab? Der ist aber ruhig und sagt nichts, Dann meinte der Russe und der Amerikaner, nee, der deutsche Amerikaner, ja. Hey, ne? Mach mal. Also steht er auf, macht seine Hose auf und sagt, heute gibt's Joghurt und dann schlafen. Das ist ein russischer. Seitdem sagt meine Mama immer, na, und ja, schnell Joghurt und dann schlafen. Eieiei. Ich muss dazu sagen, dass in Russland man gerne irgendwelche Buttermilch oder halt Joghurt von dem Schlafen isst, wenn man halt nicht dick wird. Ich mag es. Das ist ganz gängig.